Beim letzten Mal haben wir den 5. Stern ergattert und können nun alle aus dem Dorf retten. Hurra, vielen Dank, ich komme wieder raus. Hier ist es eng und dunkel und muffig. Yay, warum ist da ein Maulwurf? Hey, hast uns echt aus der Klemme geholfen. Dann bis später, mein Kumpel. Hier drin warst du wirklich sehr unschön. Vielen Dank für deine Hilfe. Danke dir. Ja, danke dir. Komm mal vorbei. Ja, komm mal vorbei. Okay. Vielen Dank, dass du uns befreit hast. Die Arbeit ruft, aber besuch mich doch mal in meinem Gasthaus. Ich freue mich schon. Oh, Mario. Ich danke dir von Herzen, dass du unser schönes Küstenstädt gerettet hast. Ich nahm die Kürzenschrapazentöpfe auf mich. Schließlich bin ich der wichtigste Mann im Ort. Aus irgendeinem Grund kam sie immer öfter und immer öfter. Ich hatte das Gefühl, es würde niemals aufhören. Ach so, ja. Hätte ich doch nur bloß beim ersten Mal ja gesagt und nicht geweigert, dann hätte er das nicht aushalten müssen. Sorry, das ist wegen mir. Bist du selbst eigentlich künstlich, Mario? Ach ja, ich habe hier noch was für dich, bitteschön. Eine Münze. Eine Münze. Ich bin ja so froh, dass für die Küstenstädte alles gut ausgegangen ist. Einfach unschuldige Leichen entführen und in so eine ordinäre Bude einsperren, hat man Worte. Also bei mir und meinen Schergen, da würde sowas nie vorkommen. Ich bin besser als die. Wo waren Bowsers Pupillen gerade? Bitte? Du hast mich doch vor kurzem selbst gekidnappt. Aber nicht in so eine Bruchbude. Und passiert ist dabei auch keinem was. Das beweist Fingerspitzengefühl. Jawohl. Und jetzt Abmarsch, diese schlimmlige Entführungsstätte beleidigt meine feine Nase. Also gut, wir sollten uns gleich mal im Ort umhören, wo nun wieder alles beim Alten ist. Vielleicht weiß ja jemand, wo es zum nächsten Sternstück geht. Das wäre gut möglich, Peach. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Irgendein Jüngchen vom Quappenquell ist kürzlich hierher zu uns gezogen. Vom Quappenquell? Achso, ja, den haben wir sogar schon getroffen. Wir kaufen Käfer. Unsere Preise: Käfermännchen 50 Münzen, Käferweibchen 1 Münze. Goldkäfer 1 Froschgroschen. Okay, warum? Landverzierung davon. Willkommen in der Küstenstädter Käferbörse. Wir sind Fachleute über alles, was kreucht, krabbelt und sonst wie durch die Welt käfert. Keine Erläuterung gefallen, was mit Käfern so wie auf sich hat? Ja, mach mal. Roger, Roger. Ich erzähle dir, wie unsere Börse funktioniert. Als erstes bräuchtest du eine Käferschachtel. Kostet 50 Münzen, dann kann der Spaß schon losgehen. Mit dem Schächtelchen machst du dich dann zur Bosses Hügel auf. Dort wimmelt's noch so vor kostbaren Krabblern, weißt du? Er putzt nie seinen Turm. Und ja, wenn du dann dort deine Käferschachteln hübsch gefüllt hast, kommt aber wieder vorbei und dann holst du die Münzen und Froschgroschen ab. Alles weitere steht auf dem Zettelchen dort oben an der Wand, hast du ja schon gelesen. Willkommen. Neue Steiger in die wuselige Welt der Käferei müssen erstmal eine Startgebühr bezahlen. Die beträgt 100 Münzen. Dazu käme dann noch die Käferschachtel, die kostet 50. Du musst also 150 Münzen, dann kannst du die Käferei losgehen. Puh, na von mir aus. Vielen Dank. Hast du einen Ausweis dabei oder sonst was zum Identifizieren? Juhu! Unverkennbar. Sehr schön. Das ist ja alles klar. Marius Ausweis ist einfach sein Sprung. Dann bitteschön, deine Käferschachtel. Ich wünsche schon mal viel Spaß und viel Erfolg beim Jagen. Wow. Okay, weiß nicht, ob ich das machen werde, aber die Option besteht jetzt. Wir kommen in meinem Waffenladen! Waffenladen? Und was Neues? Oh, Krötenstab, nicht nur im Kampf eine Stütze. Okay. Ist besser, als was wir gerade haben. Doppelfaust, fliegende Fäuste im Doppelpack für Gino. Okay. Sonnenschirm, spendet Schatten und Schmerzen. Yes, Peach. Hau rein, Girl. Hier, die anderen Waffen, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Die Handknochen zum Beispiel. Die können wir alle verkaufen. Zack. Und den Anti-Wandel-Button. War die erstmal noch. Achso. Ja. Die Happy-Sachen kann ich noch verkaufen. Für ein bisschen Cashback. Das ist mein Rüstungsgeschäft. Schau dich nach Herzens um. Mhm. Hast du was Cooles? Das ist bestimmt was Cooles, oder? Nein? Idiot. Brauch nichts Gutes, nichts Gescheites. Hier in diesem Ort gibt es einen seltsamen Laden, der immer nach Käfern sucht. Ja, da waren wir gerade. Komm, es ist ein bisschen zu spät, Kumpel. Hallöchen, Mario. Wir haben hier in unserem kleinen Laden alle deine gesunde Sachen zum Essen und Trinken. So, was Gutes. Ja, ich würde mir gerne mal selber was Gutes tun. Hier, ich koche mal zwei Pilze. Ahornsirup gleich ganz viel. Munter mache wäre auch nicht schlecht, ein bisschen was zu haben. Und das war's. Dankeschön. Gibt's hier noch was Schönes?
Hey, 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 grüß dich, ich bin Pilzboy. Wusstest du, dass es unter den gewöhnlichen Pilzen auch ganz besondere gibt? Irre, oder? Gegen solch besondere Pilze bekommst du bei mir echt feine Sachen. Der Witz ist, dass besondere Pilze so aussehen und heißen wie normale Pilze. Man erkennt sie nur am Geschmack. Da muss ich immer dran knabbern. Und wenn es dann doch kein spezieller Pilz war, habe ich dabei wenigstens den kleinen Imbiss rausgeschlagen. Hast du Pilz für mich? Ja. Danke, Kumpel. Naja, das war nur ein gewöhnlicher Pilz. Oh, aber lecker. Also, danke für den Imbiss. Hast du noch mehr? Ja. Danke. Na, wieder nur was. Noch mehr? Ja. Ja, wieder nur was. Ist da gerade wirklich meine... Ist da gerade wirklich meine Pilze? Der veräppelt mich doch, oder? Ich glaube, das ist Betrug. Guten Tag. Ach, wie heldenhaft unser Kette das. Ich bin ja so dankbar. Aber naja, eine Sache nur. Hast du dir nicht mal überlegt, dir etwas mehr, naja, Flair zuzulegen? Und damit meine ich, das war's. Davon kann man nie genug haben. Schau mal, möchtest du welche? Was hast du denn sonst zu bieten? Und was, Flink, Sprungschuhe? Oh, nee. Flinkschuhe erhöhen Flinkheit um 10. Oh, das wäre nicht, not bad. Aha, die Buttons, die kennen wir alle schon. Ich würde mal sagen, wir holen uns... Ja, doch. Oder? Das ist aber teuer. Ich lasse es erstmal. Tatsächlich. Aber gute Stadt mit sehr viel verschiedenem zum Kaufen. Gefällt mir. So, hallo. Du da, Ältester. Mario, wenn du zufällig noch einen Stern suchst, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Weit weg noch, hinter Randland, liegt ein Ort, in dem nur Monster wohnen. Aber liebe, friedliche Monster. Neulich war ein Rattenmonster hier bei uns. Das prallte laut von einem wunderschönen Stern, den es dort gäbe. Wo dieser Monsterort liegt, weiß ich zwar nicht. Aber wenn du dem Weg ab hier schon schön folgst, gelangst du sicher hin. Du willst mir wirklich sagen, hier war letztens ein friedliches Monster, was nur über einen Stern geredet hat und wieder abgehauen ist? Überhaupt nicht verdächtig. Schön, hier zu dem. Konntest du in der Zwischenzeit viele Froschroschen ergattern? Ach, du bist das, genau. Na, du bist ganz nett, Kumpel, aber... Ich lasse mir die Option erstmal noch offen. Bevor ich jetzt meine Froschengroschen ausgebe. Froschrosch. Hier waren wir noch nicht drin, glaube ich. Hallo. Da bist du ja, Mario. Schön, dass du hier vorbeischaust. Von dir zu Hause bis hierher zu uns. Das muss ja eine furchtbar lange Reise durch gewesen sein. Wir sind etwas abgelegen und nicht allzu viele Leute kommen bei uns vorbei. Da wird es manchmal ein ganz klein wenig einsam. Hol dich doch bei uns aus, ehe du dich wieder aufmachst. Das kostet nur 15 Münzen. Na gut. Aber Link steht diesmal nicht neben mir, oder? Nein. Und mir schaut auch keiner zu. Zum Glück. Ja, danke für eure Gastfreundlichkeit. Ich spreche erstmal bei euch ab. Bring! Und hau dann jetzt ab. War nett mit euch. Spaß gemacht. Macht immer noch Spaß. Spiel macht Spaß. Hihi. So. Doch wir müssen weiterziehen. Weiter. Zum. Ja, wohin denn eigentlich? Ah, hier nach oben. Zum Randland. Schaut mal. Es wirkt auf der Arbeit so, als wären wir schon fast fertig, weil. Wir haben schon fast alles erkundet hier. Randland. Gehen wir mal dahin. Geil, Schatz, hier? Na gut, wenn das Spiel das so sagt. Boah, ja, ich kümmere mich drum. Okay, weiter geht's. Hey, rechne dich rein? Oh ja, kann ich. Ding. Okay. Du hast doch bestimmt was... für mich. Nein, der will nur, dass ich wieder abhau. Ey, wir hauen nicht ab. Wir gehen direkt wieder rein ins Randland. Was uns nochmal? Okay, aber warte mal, warum kann ich denn dann hier hin? Und wo ist überhaupt der unsichtbare Block? Wo ist er? Hä? Oh, nee, damit kann ich noch gar nicht fahren. Merke ich gerade. Ach, so ist es gedacht. Oh, oh! Das war gar nicht gewollt, aber freue ich mich drüber. Wunderbar. Oh, wunderbar. Oh, und direkt der nächste irgendwo. Oh Mann. Nee. Hier? Oh. Hi! Was machen die Fuchswölfe hier? Die Köterlich und der Oktovasor. Was wollen die denn hier? Wow!
Ich kann meine Fäuste schießen jetzt mit Gino. Cool. Angriff. Bam. Ah, daneben. Okay, Merlo. Sag mal ein bisschen was über die Gegner hier. Badam. Oh, das ist ja Mario. Ich kämpfe gegen Mario. Ich! Okay. Rumpel, du kämpfst auch gegen Gino. Das hat ihn nicht so gefreut, glaube ich. Angriff erhöht. Aber leider nur für Gino? Oder auch für alle? Egal. Die Baddest sind down. Dann muss ich gegen die anderen beiden Köter auch noch kämpfen. Wäre erstmal ein Level plus von Mario. Yo, 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 yo. Und auch nochmal für Gigi. No, 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 no. Okay. Oh, was ist denn der Geheimschatz hier? Der soll hier in der Nähe sein, aber wo? Wie komme ich da hoch überhaupt? Nee. Hm? Oh oh, nee, geht's schon weiter. Nein, 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 stopp, 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 stopp. Nein! Komm schon! Hier ist irgendwo ein versteckter Block. Und ich wette, der ist da oben. Aber wie komme ich da nach oben? Frage ich mich. Wieso spawnen die jetzt neu? Oh Mann. Nee, hä? Wie soll ich da hochkommen? Da ist es, da muss es doch sein, oder? Da, guck da, da sieht man so einen Schatten von so einem Block oder so. Oder wenn ich hier lang fliege? Nee, das bringe ich nur wieder zurück. Das ist falsch. Hm? Muss ich es nachschauen oder finde ich es noch? Ich überlege halt, wo es am logischsten wäre, es zu verstecken. Hm? Wo? Ah, Mann. Oh, und das ist ein starker Feind. Nee, sorry, Bro. Auf so einen starken Gegner habe ich jetzt keine Lust. Aber wo würden die das verstecken? Boah. Also ich gehe immer noch... Da ist ja auch irgendwas. Da hängt irgendwas. Ah, Mann. Komm, ich schau nach. Sorry. Hä? What? Und wieso war es vorher nicht da? Und wieso bin ich eigentlich nicht nochmal da reingesprungen? Eigentlich dumm von mir. Heldenemse? Was seid ihr denn für welche? Ja, Heldenameisen, aber... Du? Lilip. Das Pokémon, oh mein Gott. Komm, lies mal erstmal die Ameisen. Man muss seiner Natur folgen. Wow. Ey. Boah, wie viel Damage die machen. Erholung? Du hast sie, glaube ich, nicht mehr alle. Oder? Das Lilip da hinten. Das einfach die Ameisen heilt. Unfassbar. Lilip. Was hast du denn Verteidigung zu sagen? Feuer. Macht euch bereit für einen Schmatzer, der schmerzhaft naht. What? Ah! Hast du nicht mehr alle. Dead. Okay, die neue Attacke von Gino finde ich richtig geil. Richtig geil. Und richtig geil finde ich auch das Level plus. Yeah. Welchen Level bist du jetzt, Kumpel? Ich weiß es nicht. Was könnte er gebrauchen? Er könnte Kraft gebrauchen auf jeden Fall. Schätze ich. Okay, kann ich mich jetzt hochschießen lassen? Yes. Oh. Oh. Oh, 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 no. Bye, bye. Oh, no, no, no. Aber ich noch ein Geheimschatz. Warte mal. Ha! Ein Sumpf-Smoothie. Wird für uns automatisch gelagert. Danke. Alright. Hey. Oh, die folgen mir. Und die springen auch in die Kanonen rein. Ey! Gemein. Boah. Spintra, Geklor, Kadunki. So viele neue Gegner hier. Was zur Hölle? Schon mal Bowser rein. Für ein großes Bowser-Finale. Bam, 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 bam. Und komm. Hey, da lebt ja immer noch einer. Hey, du da! Kommst du mal aus deinem Panzer da raus? Was denkst du dabei? Daneben, oder? Nee. Heute ist mein Tag, das spüre ich! Ein Tag? Für was denn?
Sag mal. Für was denn überhaupt dein Tag? Wie war eigentlich euer Tag, Freunde? Was hab ich denn da? So ein Stab zum Hauen? Geil. Bonk, bonk. Finde ich cool. Zack, tot. Auch euer Tag war wunderbar. Ein Härtetrank. Aua. Auf, schnell. Das geht nicht. Das ist doch blöde. Aua. Ja, okay. Hä? Er war verwirrt? Was zur Hölle? Sehr seltsame Gegner auf jeden Fall. Ich muss mich kurz heilen, ganz schnell. Falsches Menü. KP. Ja, Heilung. Okay. Jetzt weg von den Kackerboss hier. Bis da hoch. Hä? Was zum. Ah! Zum Glück sind wir in der cartoonigen Welt und können davon nicht erwischt werden. Schnell, schnell, schnell! Nein! Leider nicht schnell genug gerade. Schlafsoße. Gute Nacht. Und tschüss. Nein! Der letzte! Junge, das ist immer der gleiche Kampf, ist mit so vielen Gegnern. Denkst du, ich hab da Lust drauf, Spiel? Ehrlich gesagt. Nope. Da bin ich raus. Bis dann und ciao. Noch ein Geheimschatz. Boah, dieses Randlang geht aber echt lange, ne? Level 12. Jeder einzelne. Schön. Wo könnte hier... Oh. Ich habe einen Bug. Ich höre den Sound immer noch. Stichler. Interessanter Name. Ich glaube, das sollte so nicht sein, dass man den das Sound die ganze Zeit gehört. Ups. Egal. Dann ist das wohl so. Ey, keine Glibberbälle auf mich werfen. Mann. Ich gemein von dir. Hey Merlo, kannst du mir kurz sagen, wer das ist, der Stichler? Gott, dieses Geräusch. Lass dich mal abhauen. Ich habe gerade hier keinen leichten Stich. Oh Gott. Bist du sicher, Mann? Das Plüschtier. Süß. Können wir bitte das Geräusch... Okay. Was hat auf? Und es geht weiter. Falsch. Ah, falsch. Gott, wo könnte denn hier der Block sein? Das ist ein größeres Areal als sonst. Doch gar keine Ahnung, Mann. Oh, den nächsten. Vier? Pilzstacheln. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nicht auch noch Merlo, bitte. Bitte. Weg. Nein. Müssen die sofort weg. Oh Mann. Ich muss ehrlich sagen, die Pilzverwandlung ist wirklich die schlimmste von allen, weil du da gar nichts machen kannst. Das ist aber schrecklich. Okay. Jetzt schnell weg hier. Na! Och Junge! Och komm schon! Och! Ach komm schon, selbst wenn das abblockt, bringt das nichts. Ey, es ist so dumm, ehrlich. Es ist wirklich so dumm. Schnell. Hä? Runter? Wow! Aber ich habe noch nicht alles erkundet. Willkommen an der Himmelsbrücke der tollen, trickreichen Touristenattraktion. Hurra! Traust du dich, die Brücke zu überqueren? Ich trau mich! Alles klar, dann bräuchte ich 5 Münzen von dir. Alleine gefällig? Ja. Die Himmelsbrücke kann auf 3 Arten überquert werden. Wer runterfällt, ist sofort disqualifiziert. Der normale Kurs ist einfacher, denn die Blöcke fallen nicht runter. Um einen Block weiter zu springen, halte den Stick in die gewünschte Richtung und drücke dann B. Wenn du ihn schaffst, erhältst du als Belohnung 5 Münzen gut geschrieben. Der Spezialkurs funktioniert genau wie der normale Kurs, allerdings fallen die Blöcke runter, wenn du zu lange auf dem Stehen bleibst. Fürs Bewältigen dieses Kurses winken dir 8 Münzen.
Auf dem Profikurs geht's richtig zur Sache. Nicht nur purzeln die Blöcke unter den Füßen weg, die Sprünge selbst sind auch kniffliger. Als Belohnung bekommst du einen schönen glänzenden Froschgroschen. Auf allen Kursen musst du springen und bösen Geschossen ausweichen. Welchen Kurs musst du versuchen? Spezialkurs, würde ich sagen. Ah, dann machen wir mal. Okay. Oh. Oh, ich verstehe. Hab ich ein Zeitlimit? Okay, die Blöcke fallen halt irgendwann runter, ne? Ich hab's. Ah, geht doch. Hurra, das geschafft. Sag, möchtest du vielleicht doppelt absahen? Du fängst nochmal von vorne an und versuchst nochmal über die Brücke zu kommen. Wenn du schaffst, verdoppel ich deinen Gewinn. Achtung, den Kurs ist nicht nur schwerer, sondern du kriegst nur eine einzige Chance. Wenn du runterfällst, ist dein ganzer bisheriger Gewinn futsch. Na, los auf Risiko. Gewinne, gewinne, gewinne! No risk, no fun. Warum kann er fliegen? Okay, versuchen wir's. Los. Oh, nein! War schon richtig. Danke. Nein! Ah, dann wird's nach oben. Nein. Letztes Game, aber. Nein, Kumpel. Na, warte, geht's hier nicht weiter? Hä? Oder hab ich irgendwas falsch gemacht? Warte mal. Irgendwas stimmt da nicht. Hm? Und wo ist überhaupt der Block? Ich glaube, ich muss ihn eben suchen. Ich schaue ihn kurz nach. Okay, er ist unten. Einer dieser lilanen Dinger. Oder daneben zumindest. Irgendwo hier unten. Ja, sorry, dass ich manchmal nachschaue. Eigentlich soll der Alarmring da helfen, aber... Der sagt halt nur, in welchem Ort er mehr oder weniger ist. Mehr sagt er leider nicht. Ein bisschen schade, aber... Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Sonst muss ich den ganzen Weg hier zurücklaufen und dann gibt es eh viel mehr hin und her für euch. Das ist ja auch für euch nicht sonderlich das Gelbe vom Ei. Wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Ich guck grad nach. Okay. Hier? Oh, der nervt. Nein? Nicht hier? Doch hier? Hä? Ich hätte schwören können, dass ich das hier gesehen habe. Hä? Ah, Mann. Dann kämpfen wir halt erstmal noch gegen die, damit die zumindest weg sind. Die nerven nämlich gewaltig. Ja, die Anzeige ein bisschen hochbringen kann nicht schaden, falls wir bald wieder gegen einen bösen, mächtigen Gegner kämpfen müssten. Oha, Mello, du hast mal Damage gemacht. 100. Ja, nice. Freut mich. Machst du eigentlich nicht richtig mit dem Mario werfen? Ich dachte eigentlich schon, aber bin mir nicht sicher. Und da ist es. Okay, jetzt habe ich's. So, aber hä? Geht's hier nicht weiter? Warum? Ich werfe mich drauf und schon geht's Richtung Himmel. Ja, aber muss ich's machen? Das sind Wüste hinten. Ja doch, scheinbar muss ich das Minigame schaffen. Okay. Oh, es gibt mehr von euch. Hi. Einfach so da drauf. Okay. Muss es gar nicht machen. Boing. Okay. Weg da. Miau. Eine Wüste. Hey, du da. Ah, toll. Lange her, dass ich jetzt hier war. Bin nämlich viel gereist und so. Wohin seid ihr unterwegs, hm? Vielleicht nach Monsterschlumpf? Ja, richtig. Oho, dann so gehört. Am besten, ihr sucht den Sandstrudel mit der Ameise und begebt euch dann weiter. Dann immer schön weiter, dann findet ihr auch im Untergrund den richtigen Weg. Bis nach Monsterschlumpf sollte es dann nicht mehr lange sein. Wir sehen uns dort. Danke, nett von dir. Okay, also... Immer eine Ameise nach, habe ich gehört. Oh. Wie die aussehen. Shy Guys mit so Schmetterlingsflügeln. Oh, wie süß. So Feen Guys. Fairy Guys. Bizo. Ach, eine Biene soll das sein. Bizo. Oh, geil. Ich find das so lustig. Ich weiß auch nicht warum. Bonk. Bonk. Geil. Komm. Was denkt er sich dabei? Warum ist es oben abgekartet gewesen? Hä?
Okay. Der hat zumindest einen Spaß. Was? Ich weiß gar nicht, welche Melodie es ist. Ihr wisst es bestimmt, ich weiß es gerade nicht. Bam! Bam! Kampfanzeige hoch, hätte ich sowieso schon ganz oben, leider. Ach, daneben. Mist! Ein Sandsturm. Oh, wir zittern alle. Oh nein, gar nicht gut. Bam. Er ist zumindest schon mal weg. Ich hab Glück. Toll. Der Angriff. Bam, bam. Bam, bam. Okay, jetzt haben wir leider keinen Damage auf einmal gemacht. Aber gut abgeblockt, immerhin. Zack, zack. Und jetzt geh down, Mann. Verschwinde endlich. Boah, gibt's doch nicht. Die Mario-Puppe werfen. Das ist immer die Lösung. Ey, wir machen so wenig Damage, wenn wir Angst haben, ne? Wenn ich mal wieder normal kämpfen? Ah, jetzt. Oder? Ja, jetzt wieder. Ja, jetzt kommen die. Kommt der Damage wieder rein da. Außer mit Mellow. Das ist halt Mellow. Daneben. Jetzt den richtigen Mario werfen. Weniger Damage? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, Lotto! Glücksspiel kann süchtig machen, Kinder. Yoshi! Wunderbar. Ich glaube, wir sollten auch so langsam mal wieder ein bisschen backtracken, weil ich glaube, in den älteren Gebieten gibt es auch wieder irgendwas. Aber da die Ameise, ne? Wir sollten immer der Ameise folgen, so war auch die Rede. Okay, aber was ist denn hier? Das gleiche ist auch eine Ameise. Ja, okay. Oder warte mal. Hm? Hier ist nix. Okay. Ja, ich folge mal der Ameise. Nein, nicht. Daneben. Ah, okay, es gibt zwei Wege. Bei beiden gibt es wahrscheinlich irgendwas anderes. Lass uns mal rausgucken. Jetzt rein. Aber wir müssen immer gegen ihn kämpfen. Könnte sein. Na gut, dann kriegt er halt jetzt eben die Special Attack, wenn ihr sie unbedingt haben wollt. Piu, 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 piu. Ihr wolltet sie. Ich hab's euch gegeben. Hab auch gefragt. Kein nichts für. Ey, warum ist sie so schnell auf einmal? Okay. Versucht mal reinzugehen, wenn die Ameise nicht guckt. Wir wissen, ob das geht. Ah, es geht nicht. Schade. Ernsthaft, der Geist? Oh nein, hier hätte ich es gebraucht. Aber jetzt ist hier eine starke Ameise. Pech gehabt, sage ich mal. Ah, Kampfanzeige hoch, immerhin. Bang, bang. Ja, ich bin den Hammer jetzt einfach gewöhnt von Mario. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt der Beste ist oder nicht. Ich bin jetzt einfach gewöhnt. Boah, wie viel Damage. Ey. Das geht gar nicht fit. Nein. Mario, das wäre nicht schlecht, wenn du dich heilst. Gut so. Mellow, Blitzgewitter. Vielleicht hilft das. Mhm. Schön. Oh oh. Oh oh, Schwerttanz. Alle drei. Und die greifen auch noch an. Ist klar. Ist klar, dass sie dann noch angreifen dürfen. Jetzt reicht's mir aber. Dass der immer noch steht. Ganz normal, das kann nicht sein. Geh down. Boah. Ich meine, immerhin füllen die mir die Anzeige hoch. Da sag ich nichts gegen. Er lebt immer noch. Obwohl er fast tot ist. Laut Anzeige. Jetzt aber. Nein, warum? Warum stirbst du nicht? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh, oh, ja, okay, Spiel. Okay, Spiel, ist klar. Immerhin zwar auf einmal gekillt, immerhin etwas. Okay, Leute, dann würde ich sagen, tun wir in der nächsten Folge den Ameisen folgen. Jetzt feiern wir erstmal noch ein Level plus für Bowser hier. Bowser, Bowser, was braucht der? Was braucht der Bowser hier? Mhm, mhm. Was will ich machen mit ihm? Ich denke, wir hatten erstmal genug.
Ist echt schwierig. Machen wir mal Kraft. Ist okay. Denke ich.